Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Panel der GVK, der Gremienvertreterkonferenz der Medienanstalten hier in der Bundesrepublik. Mein Name ist Albrecht Beer und ich repräsentiere so etwas wie den Querschnitt der Gesellschaft, weil die Versammlungen nichts anderes sind als die gesellschaftspolitischen Stimmen, die in den einzelnen Bundesländern aktiv sind. Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz stellt die Medienlandschaft vor neue Chancen und Herausforderungen. Der Einfluss von KI auf die Medienproduktion, die Informationsgenerierung und Verbreitung sowie auf die öffentliche Meinungsbildung und damit auf die Demokratie als solche wirft regulatorische, aufsichtsrechtliche, aber auch gesamtgesellschaftliche ethische Fragestellungen auf. Welche Verantwortung tragen Regierungen, Medien, Unternehmen und Plattformen, Aufsicht und Zivilgesellschaft bei der Gestaltung und Regulierung von KI-gestützten, vielfältigen und lebendigen Medienlandschaften? Wie muss eine schlagfertige Vielfalts- und Demokratiesicherung heute aussehen? Wie gewährleisten wir Medien- und Meinungsvielfalt in Zukunft? Welche ethischen Standards sind nötig? Wie sieht es mit der Transparenz und Algorithmenkontrolle aus? Was tun gegen potenziell mögliche Desinformation, Meinungsmanipulation und Filterblasenbildung in ungeahntem Ausmaß? Ich habe heute die Freude zu diskutieren mit Frau Dr. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, ehemalig Bundesjustizministerin. Herzlich willkommen. Es ist eine große Freude, dass Sie, sehr verehrte Frau Dr. Professor Dr. Alna Büchs, als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates heute uns in dieser Diskussion mit bereichern. Sie sind Professorin für Ethik und Medizin und Grundgesundheitstechnologien und gleichzeitig Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin hier an der TU in München. Herzlich willkommen. Danke. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Wolfgang Kreisig, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und selbst Präsident der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Fangen wir mit einer ersten allgemeinen Frage an Sie alle drei an. Welche Chancen sehen Sie durch den Einsatz von KI-Anwendungen in den Medien? Sehen Sie die Chancen oder eher Risiken und Gefahren? Was gilt es zu bedenken? Frau Büchs, fangen Sie an. Also wir haben dazu ein dickes Kapitel in unserer Stellungnahme. Ich fange mal mit dem kleinen Werbeblock an, 400 Seiten zu Mensch-Maschine. Und da haben wir auch ein Kapitel zu Medien, digitalen Plattformen, sozialen Medien. Und wir weisen schon sehr stark auch auf die Potenziale hin. Also wir weisen darauf hin, dass das für demokratische Teilhabe, für Meinungsaustausch, für die Niedrigschwelligkeit von Informationen ein irrsinniger Fortschritt ist, wenn die Instrumente immer besser werden, immer präziser werden. Also sie haben einfach sehr viel mehr Menschen, die heutzutage teilnehmen können an der öffentlichen Debatte. Als ich studiert habe, in grauer Vorzeit, gab es medizinische Informationen nur in der Medizinerbibliothek oder in Fachbüchern. Und auf die hatten wirklich nur Expertinnen und Experten Zugriff. Also haben wir eine breite Demokratisierung erfahren von Wissen. Und das beschreiben wir auch sehr deutlich. Also gibt es wirklich, das ist für uns als Gesellschaften, sind das große Fortschritte gewesen. Aber dann sind wir halt ein Ethikrat und haben natürlich die Verantwortung, uns auch ein bisschen anzuschauen, was ist daran herausfordernd und problematisch. Und das heißt, die Potenziale sind 2 Seiten und der Rest sind dann 20 Seiten. Das ist halt leider so. Und dann beschäftigen wir uns sehr intensiv eben damit, dass man diese Instrumente auch nutzen kann für Manipulation und Beeinflussung. Man kann sie nutzen als Fake News schleudern. Ja, also ich meine, ChatGPT ist die beste Fake News Schleuder, die ich je gesehen habe.
Das ist der absolute Wahnsinn. Das sieht ja wirklich tierisch gut aus. Und man merkt gar nicht mehr, wie viel Quatsch da drin sein kann. Und Sie alle haben den Papst in der Daunenjacke gesehen. Sie alle haben Angela Merkel mit Barack Obama beim Eisessen oder was auch immer das war. Also da gibt es, das ist so echt. Das ist eine ernsthafte und ehrliche Gefahr. Stellen Sie sich vor, am Vorabend einer Wahl sieht man irgendwelche Videos, wo die Kanzlerkandidaten Sex mit Kindern haben oder mit Tieren oder sonstige Sachen. Also richtige dystopische Szenarien. Und damit beschäftigen wir uns intensiv und wir haben eine ethische Faustformel, dann höre ich auch erstmal auf. Was ist das Problem? Ich komme tierisch ins Quatschen bei dem Thema. 400 Seiten, ja, da kann ich viel reden. Die Faustformel, die wir formuliert haben, ist: Anwendungen der künstlichen Intelligenz sollten menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern und sie nicht verringern. Und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Und das kann man sozusagen runterbrechen. Und das ein oder andere habe ich dazu schon gesagt. Und ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen. Vielen Dank. Frau Barley, was bedeutet das für Sie, für Ihre Arbeit? Oh, das ist jetzt noch mal eine andere Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem spannenden Thema. Ich hatte das Vergnügen, Frau Buchs, dazu schon sehr intensiv zu lauschen und von mir aus könnte sie auch die ganze Zeit erzählen. Das ist wirklich extrem spannend. Also für unsere Arbeit im Moment sind die Auswirkungen noch überschaubar. Also ich hoffe jedenfalls, dass meine Mitarbeitenden sich nicht ihre Texte, die sie mir dann vorlegen mit ChatGPT, erarbeiten lassen. Wir haben es mal ausprobiert selber, was passiert eigentlich, wenn wir das machen. Das war allerdings die ältere Version. Da gibt es ja einen Quantensprung zu der neueren. Die wollten wir dann auch nicht käuflich erwerben. Da ist es so. Also erstens, man merkt es, dass es sehr oberflächlich formuliert ist, und zweitens ist es auch nicht präzise. Das kann man im Bereich der Gesetzgebung, denke ich, noch lange nicht verwenden. Das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis das trotzdem, es wird besser werden, natürlich. Aber auf Ihre Eingangsfrage würde ich sagen, man muss vielleicht unterscheiden, welche Gruppe man anschaut. Also ich glaube, eine Gruppe, für die das wirklich sehr schwierig werden wird in den Medien, sind die Journalistinnen und Journalisten selbst. Das sehen wir ja jetzt schon, die sind ohnehin unter Druck, weil die Menschen ja auch für Informationen, für gut recherchierte Informationen nicht mehr bezahlen wollen. Sie sind gewohnt, dass sie da irgendwo draufdrücken und dann kriegen sie das schon, und sobald es heißt, bitte 2,50 Euro, dann klickt man eben weiter zum nächsten. Und das wird sich sicherlich noch verschärfen durch künstliche Intelligenz. Ich hoffe nicht, dass der Beruf Journalistin, Journalist irgendwann ausstirbt, weil genau das brauchen wir ja. Wir brauchen das Gegenchecken, diesen menschlichen Faktor, der immer noch drin sein muss. Und das müssen gut ausgebildete und qualifizierte Journalistinnen und Journalisten sein. Dann geht es um die Konsumierenden. Was bedeutet das für die Konsumierenden von Medien? Und da bedeutet das, das ist ja schon angeklungen, auf der einen Seite nochmal eine viel größere Menge. Es bedeutet, dass man viel genauer getargetet wird. Und gleichzeitig, also die Menge ist ja nicht nur förderlich. Wir merken das ja. Alle Information ist da, aber sie ist eben so da, dass wir sie als Personen, als Menschen gar nicht mehr verarbeiten können. Das heißt, wir müssen uns Mechanismen bedienen, die das vorselektieren. Und dadurch wird unser Blick auf diese gewaltige Menge von Informationen natürlich wieder von irgendwem oder irgendwas sehr stark eingeschränkt. Muss auch, geht gar nicht anders. Und es entsteht gleichzeitig diese Unsicherheit, Deepfakes, Ähnliches. Damit müssen wir Konsumierende umgehen. Und dann als Letztes und damit endlich auch, was heißt das für unsere Gesellschaft? Und ich finde, wir leben im Moment gerade in so einer Phase, wo man überall Unsicherheit spürt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also das kann beim Klimawandel anfangen, ne, wird immer wärmer alles und Flut und so weiter, wo führt denn das hin? Das geht über die Außen- und Sicherheitspolitik derzeit sehr massiv weiter, aber es ist eben auch, und das betrifft mich persönlich auch, dieses Gefühl, worauf kann ich mich eigentlich noch verlassen? Und ich bin ja nur noch ein bisschen älter, so diese klassischen Medien, Tagesschau 8 Uhr im Ersten, das ist auch nicht immer alles perfekt recherchiert und die machen auch Fehler, aber zumindest habe ich denen noch nie unterstellt, dass sie mich irgendwie manipulieren wollen. Und das stirbt ja zunehmend aus, auch das. Also ich glaube, für unsere Gesellschaft ist die ganz große Gefahr,
tatsächlich eine insgesamt auf der einen Seite eine Verunsicherung und auf der anderen Seite durch die Bubble, in der man sich dann befindet, die auch durch KI gefüttert wird, eine Versicherung, dass die Bubble, in der man sich selber aber befindet, die einzig richtige ist und dadurch auch eine Polarisierung. Jetzt habe ich nur die negativen Seiten bestritten. Eigentlich wollte ich sagen, super, dass Sie mit den positiven angefangen haben. Die gibt es natürlich auch, aber jetzt habe ich lang genug gesprochen. Das machen wir dann danach. Sie werden noch zu Wort kommen und wir werden diese ethische Dimension auch noch ansprechen. Herr Greisig, aus Sicht der Medienanstalten ist ja das Thema KI und vieles, was damit zusammenhängt, ein Tagesthema geworden. Würden Sie das aus Ihrer Sicht noch mal ganz kurz erläutern? Ja, also es ist ja schon vieles gesagt worden. Und ich denke, wichtig ist, wie wir KI diskutieren. Wenn wir immer Chancen, Risiken, vielleicht geht es auch entlang von Zielen, die wir formulieren müssen, die wir auch mit KI erreichen müssen im Aufsichtsbereich, ist natürlich das Thema Vielfalt, journalistische Qualität und Ähnliches. Und deswegen in puncto Chancen würde ich vielleicht auch mal eine Gegenthese wagen zu Frau Barley. Sie hatten ja gerade gesagt, möglicherweise ist es ganz schlecht für die Journalistinnen und Journalisten, die dann vielleicht gar nicht mehr so richtig zum Zug kommen. Aber vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall, weil wir ja anhand der KI sehen werden, dass viele Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mehr einschätzen können, was sie sie in den Medien einströmt. Ist das synthetisch, ist das echt oder ist es das nicht? Insofern wird ja ein viel größerer Anspruch und eine Notwendigkeit entstehen, Vertrauen zu haben als Nutzer, als Nutzerin. Welche Medien bekomme ich und wie verlässlich sind sie? Und das geht natürlich nur über Journalistinnen und Journalisten. Und vielleicht ist es auch das Merkmal, dass diese Branche nochmal nach oben bringt, weil wir sagen, wir sind umso mehr darauf angewiesen in diesen Zeiten, dass Journalistinnen und Journalisten, dass es sie gibt, dass sie auch erkennbar sind mit ihrer Arbeit und dass Nutzer darauf vertrauen können. Insofern sehe ich durchaus eine Chance und ich sehe auch eine Chance in der Anwendung in KI, insofern, dass wir ja sehen und auch bei den Medientagen schon gehört haben, dass die ganze Branche durchaus unter Druck ist. Gestern hat der VNet ja nochmal mitgeteilt, dass die nette Werbungumsätze zurückgegangen sind. Und natürlich müssen wir diese Transformation auch nochmal nutzen, um Prozesse effektiver zu gestalten, Synergien zu heben, tatsächlich Schwerpunkte auf die journalistische Arbeit zu legen. Insofern steckt in dem Thema unheimlich viel drin. Ich glaube, wir können alle noch nicht genau wissen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Mein Eindruck ist nur, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ja sehr, sehr viele Diskussionen schon geführt haben über KI. Dankenswerterweise auch die Gremien bei uns, die dieses Thema sofort aufgegriffen haben. Und ich jedenfalls spüre, dass wir jedenfalls so eine gemeinsame Haltung entwickeln zur KI, wo wir eigentlich hinwollen und was wir nicht wollen. Und das, finde ich, ist schon mal ein positiver Ansatz. Das hat auch was mit Risiken und Chancen zu tun, aber auch mit Haltung und gesellschaftlichem Wert, den wir der KI zumessen oder wie wir sie auch für uns nutzen wollen. Insofern ja, sehe ich schon eine gute Entwicklung, dass wir so langsam eine Zielrichtung herausarbeiten, gemeinsam als Gesellschaft. Und dann gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften, ob das Aufsicht, Politik ist oder auch Wissenschaft, da an einem Strang zu ziehen und dann die richtigen Weichenstellungen zu legen. Frau Barley, künstliche Intelligenz, wie sie sich entwickelt, bedarf ja doch einer Form von Regulierung. Das hören wir jetzt auch aus Ihren Statements heraus. Das Europäische Parlament könnte hier eine führende Rolle übernehmen. Wir haben eine relativ gute Lösung bei dem Datenschutzgrundverordnung bekommen. Könnten Sie sich vorstellen, dass das Europäische Parlament auch eine Vorreiterin in der KI-Regulierung sein könnte? Das wird sie ganz sicher sein. Das wird es ganz sicher sein. Das steht schon so gut wie fest. Denn wir sind der erste Rechtsraum, der quasi schon kurz vor einer Verabschiedung einer Regulierung steht, der AI Act. Wir haben eine Ratsposition, wir haben eine Parlamentsposition, wir sind jetzt im Trilog, also wo die Institutionen miteinander verhandeln, um dann nachher die endgültige Gesetzgebung rauszubekommen. Aber es ist natürlich so, wir stochern natürlich alle ein bisschen mit der Stange im Nebel, weil KI per Definition ist ja etwas, was sich ständig weiterentwickelt. Und die Idee, dass wir jetzt, wie wir das in anderen Rechtsbereichen oder Politikbereichen tun, uns einen Sachverhalt anschauen und sagen, das möchten wir so und so regeln, und das relativ, ist ja nirgendwo ganz, aber relativ statisch ist, das ist hier ja nun das komplette Gegenteil. Und das stellt uns bei der Gesetzgebung vor ganz gewaltige Herausforderungen. Und deswegen wollen wir die Definitionen, die wir da vornehmen und die Regeln, die wir da vornehmen, eben relativ abstrakt halten
und offen halten. Wir können nicht sagen, die KI unterliegt der Regel und die KI unterliegt der Regel, sondern wir müssen sagen, KIs, die, wir haben uns dafür entschieden, jetzt nach Gefährdungsstufen zu gehen, also zu klassifizieren. Es wird KI geben, die verboten ist. Es wird KI geben, die als Hochrisikobereich eingeschätzt wird. Es wird, wo man sich eine Erlaubnis zu abholen muss. Es wird eine, oder zumindest es anzeigen muss, dass es überprüft wird. Es wird eine KI geben, wo man sagt, das ist ein geringes Risiko, wo es ausreicht, es zu labeln. Und dann wird es KI geben, die im Grunde genommen einfach so weiterlaufen kann wie bisher. Und also um vielleicht mal einen Eindruck zu vermitteln, was wir natürlich nicht haben wollen in unserer Gesellschaft, ist das chinesische Modell des Social Scorings, also dass sie im Grunde genommen überall, wo sie gehen und stehen, erfasst werden über Gesichtserkennung und dann ein quasi Konto im Hintergrund haben, was eigentlich alles abspeichert, was sie so tun, und dann bekommen sie für Wohlverhalten eben Bonus oder für, wenn sie bei Rot über die Straße gegangen sind, dann kommen sie mal für 2 Tage nicht an ihr Bankkonto oder sowas. So ist es ja, das ist ja keine Science Fiction, so ist es ja wirklich. Etwas überspitzt, aber im Grunde von der Konzeption. Also sowas wollen wir nicht, verbieten wir, sowas darf es bei uns nicht geben. Während ja, zum Beispiel sogar bei Deepfakes. Ich meine, man kann Deepfakes, also Deepfakes heißt ja eigentlich nur die Manipulation von Bildmaterial, dass es täuschend echt aussieht. Und dafür kann es ja viele Gründe geben. Und das ist ja eben so lange kein Problem, wie dann eben ein Hinweis draufsteht, übrigens hierbei handelt es sich um ein künstlich erstelltes Material. Dann haben wir ja kein Problem damit. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns bewegen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Rat und, also Kommission hat den Vorschlag gemacht, Rat und Parlament, aber ich bin relativ sicher, dass wir uns da einigen werden, weil wir der festen Überzeugung sind, dass KI Regeln braucht. Wir können da nicht einfach sagen, viel Spaß damit. Das ist ein hochsensibler, grundrechtsrelevanter Bereich und da müssen wir Regeln schaffen. Da würde ich gerne die Überleitung zu Ihnen, Frau Dr. Büchs, machen. Wir haben das China-Bild eben gehabt, die Überwachung des Menschen. Auch bei uns, glaube ich, haben viele Menschen Angst vor KI, was ihren Arbeitsplatz betrifft, was das Ausleuchten ihrer Persönlichkeit betrifft. Und KI wird die Gesellschaft auch verändern. Welche ethischen Herausforderungen ergeben sich denn aus diesem Sachverhalt für Sie auch in der Diskussion Ihrer Ethikkommission? Vielen Dank für die Frage. Ich würde gern einmal ganz kurz, wenn ich darf, noch 2 Sätze zu Frau Barley sagen, weil ich jetzt was tun kann, was ich sonst nie mache. Oh Gott. Ich bin wirklich oft auf irgendwelchen Podien zu diesem Thema und in irgendwelchen Gesprächen und Stakeholder-Meetings und wie das alles heißt. Und ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie. Und ich mache diese Nummer mit Technologien und Ethik und so weiter jetzt auch schon eine Weile, dass überall alle sagen, eigentlich ist das ganz gut, was die da machen. Das ist ja mal schön, ihnen mitzugeben. Also, dass jemand Danke. Den risikobasierten Ansatz schlecht findet, habe ich noch nicht gehört. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Normalerweise hört man, oh Gott, die Kommission kommt mit irgendeinem Monster um die Ecke und so. Und Sie müssen auch aufpassen, dass kein Monster wird. Ja. Aber der risikobasierte Ansatz ist wirklich super smart. Mhm. Weil man kann nicht einzelne Technologien irgendwie verbieten und die einen zulassen, die anderen, das funktioniert nicht. Sondern man muss das genau, wie wir es gerade auch gehört haben, mit der Zielorientierung machen. Was soll das Ding denn machen? Und in dem Bereich, dass es dieses erweitert ist, Entfaltungsmöglichkeiten oder verringert ist, muss man dann eben konkret gucken, okay, was kann das denn? Welche Gruppen werden dadurch vielleicht irgendwie diskriminiert? Oder wie hoch ist das Risiko von so Halluzinationen, Fehlern und so weiter, haben Sie ja gesagt. Also ich finde das finde ich mal wirklich super, was nicht passieren darf. Deswegen habe ich gerade gezuckt, als Sie gesagt haben, die DSGVO, das ist ja so super. Also da habe ich ein etwas differenzierteres Bild, sagen wir es mal so. Nichts gegen den Grundgedanken der DSGVO, der ist ganz toll, ne? Datenschutzgrundverordnung. Aber wie wir das in Deutschland, und deswegen sage ich Ihnen das, das ist nicht Ihre Baustelle, ich gebe es Ihnen mit, weil Sie müssen das dann Ihren Kolleginnen und Kollegen sagen, wie sich das dann zurechtruckelt in der deutschen Anwendung, also wie die deutsche Gesetzgebung die europäische umsetzt und wie das dann föderal weiter ausziseliert wird,
Da wäre schön, wenn wir das diesmal ein bisschen besser machen. Also das muss maßvoller werden. Ne? Die Standards, die dann, Sie haben es ganz richtig, finde ich ganz richtig, dass die Kommission sagt, wir halten das relativ abstrakt. Wir geben euch sozusagen die Leitplanken vor. Aber wir Deutschen sind irre gut da drin zu sagen, huh, Leitplanken, jetzt müssen wir da ganz viel dazwischenlegen. Und es wäre wirklich gut, wenn wir das maßvoll halten. Denn ansonsten schaffen wir das Monster, das diesmal nicht aus Europa kommt, sondern aus Deutschland. Und das darf nicht passieren, denn dann schnürt uns das natürlich die vielen positiven Sachen ab. Das ist noch in der Verhandlung, ich wer dafür weiß, zuständig sein wird, ob es nachher die Kommission ist oder die Mitgliedstaaten oder irgendwer Unabhängiges. Das ist noch eine Baustelle. Deswegen nehme ich den Rat gerne mit. Genau, die breite Empfehlung, das sehr ernst zu nehmen, dass wir dann nicht mit einer Praxis enden, die uns das schwierig macht. So, jetzt zu Ihrer Frage, und das ist die schwierigste und wichtigste, und da sage ich jetzt was sehr, wenn Sie so wollen, pro domo für die Ethikerin. Ich finde, diese Diskussion muss man so führen. Das ist eine angstbesetzte Diskussion, da haben Sie recht. Also wenn ich mit meinen Eltern rede zum Beispiel über diese Technologien, die sind so gerade mal irgendwie in der Lage zu skypen und mal einen E-Mail-Anhang zu verschicken und so, und da sind wir schon relativ weit. Und für die ist das extrem bedrohlich. Es ist auch sehr bedrohlich für Menschen, die Angst haben, die sind jetzt irgendwie, was weiß ich, Sachbearbeiterin in einer Versicherung oder im Bankenwesen oder in einer Großkanzlei machen, Sie wissen, wovon ich spreche, ne? Wenn die großen Datenbanken, die juristischen Fachdatenbanken, wenn die für die generative KI zugriffsfähig werden und die generative KI wird darauf trainiert, alter Schwede, dann wird es Berufsgruppen in dem Bereich geben, die haben dann echt Angst, nachvollziehbarerweise. Wir in der Medizin sind relativ entspannt, weil wir immer sehr stark diesen menschlichen Bezug haben, aber auch bei uns gibt es diejenigen, die sagen, naja, dann werden Dokumentationsassistentinnen überflüssig und vielleicht wird man doch versuchen, in der Pflege, wo wir einen drastischen Mangel haben, dann so viel zu kompensieren über irgendwelche Algorithmen und die verkörpert sind in Robotern und so, dass dann doch so. Also das ist eine berechtigte und wichtige Diskussion und ich würde die gern so wenden und das ist was, damit gehe ich im Moment wirklich hausieren. Ich gehe zu den ganzen Berufsverbänden in der Medizin, Anwaltskammern, freie Berufe, was weiß ich, und sagt denen, überlegt euch jetzt, wo wollen wir die Hand drauf halten? Was ist das spezifisch Menschliche, was wir bewahren wollen? Denn das ist ja die Angst, die da eigentlich hintersteckt. Wo wollen wir die Kontrolle drüber halten, selbst wenn eine KI Sachen besser könnte. Und das ist natürlich für die Medien total relevant. Sie haben es gerade gesagt. Selbstverständlich wird es viele Bereiche geben für Medienschaffende, wo sehr bald Algorithmen das alte Handwerkszeug überholen und es wirklich gut machen. Aber Sie haben ja das Spezifikum, dass wir Ihnen glauben. Sie hatten vom Vertrauen gesprochen, von der Reputation. Also was ist das, was spezifisch ist für Ihren Beruf? Das ist ja nicht der Text, der am Ende rauskommt. Das ist ja ein altes Thema. Das ist seit der Digitalisierung ja eine Herausforderung. Sondern Ihre spezifische Fähigkeit und Kompetenz ist, dass wir als Konsumentin und als Mediennutzende sagen, das ist Medium X, das ist die Y oder der Z. Und wenn da was drin steht, den glaube ich das. Ja, da vertraue ich drauf. Und das ist, glaube ich, und ich weiß, dass wir da im Moment so hin und her schwanken, weil, wie Sie es ganz richtig gesagt haben, sobald man dafür bezahlen muss, denkt man sich, ach gut, dann verzichte ich auf den X und die Y und gehe dann doch weiter. Aber ich glaube, wir erleben gerade eine Zeit, in der das in einem Umbruch ist. Und ich kann nur den Optimismus teilen, den Sie gerade formuliert haben. Das ist Ihre Currency. Das ist das, was Sie letztlich unterscheidet. Und Sie werden diejenigen sein, für die das gilt. Es werden Menschen mit KI Menschen ohne KI ersetzen. Das heißt, Sie haben wirklich, Ihre Branche wird sehr, sehr schnell und sehr viel mit den Dingern arbeiten müssen und einfach rausfinden, wie können wir dem einen Stempel aufsetzen, und zwar nicht nur als Wasserzeichen im Deepfake, das wird ja auch eine Möglichkeit werden, sondern tatsächlich sozusagen unseren Stempel als Branche. Was ist das, was wir besonders gut können? Und da möchte ich Sie ermuntern, letzter Satz, echt proaktiv stolz zu sein und eben nicht in so einer Kaninchen vor der Schlange Debatte zu sein, sondern zu sagen, pass mal auf, wir sind immer noch viel besser als die Dinger,
Nicht vielleicht in einzelnen Recherchegeschichten oder so, aber wir können das Ganze sehen. Und wir überblicken Dinge ganz anders und wir haben die Grundidee und wir sprechen mit Menschen und wir machen all die Dinge, die so ein KI-Ding noch nicht kann. Und das würde ich sehr, sehr viel proaktiver und sozusagen bewusster als das Kapital, das Sie haben, in den Vordergrund stellen. Und dann mache ich mir auch um die gesellschaftliche Transformation nicht mehr so Sorgen, weil die von uns, die so ein bisschen davor sitzen und jetzt nicht so recht wissen, was passiert da gerade nicht gerade in den Medien, die wollen ja, dass Sie uns sagen, wir kriegen das hin. Ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und das muss in den unterschiedlichen Branchen passieren, genauso bei den Juristinnen und Juristen und all den Assistenzberufen, die es da gibt, wie auch in den Medien, dass sie uns letztlich erkennen. Wir gestalten das. Ja? Wir lassen das nicht passieren, sondern wir sind diejenigen, die das gestalten. Nun haben wir ja nicht nur Gutmenschen, sondern auch Menschen, die mit diesem Medium versuchen zu manipulieren. Menschen. Herr Kreisig, die Frage der Meinungsfreiheit, der Medienvielfalt ist ja eine zentrale Frage auch der Medienanstalten. Wir haben das jetzt von Frau Büchs gehört über die große Chance, vielleicht auch das Heft des Handelns selbst zu behalten und nicht automatisch abzugeben. Wie wäre Ihre Antwort darauf? Naja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ja in der Tat noch in einer Phase, wo wir uns orientieren und auch wo wir sehen, dass die Medienanbieter sich orientieren, was sie an KI nutzen können. Und auch da sehen wir ja schon jetzt, denke ich, dass wir KI auch immer in Richtung der Zielrichtung nutzen können, die wir eigentlich uns vorstellen, nämlich zum Beispiel auch Vielfaltsicherung. Da kann man ja auch KI dafür zum Einsatz bringen. Insofern ist es jetzt noch eine schwere Frage. Ich denke, wir müssen jetzt erst noch mal beobachten, in welche Richtung das geht. Für mich scheint wichtig zu sein, dass wir die Medienunternehmen auf dem Weg mit dem Einsatz von KI begleiten. Ich denke, es ist wichtig, und das habe ich auch in einigen Veranstaltungen schon vernommen, dass viele Medienunternehmen schon sehr verantwortungsvoll mit dem Thema KI umgehen. Aber das muss man natürlich institutionalisieren. Es kann nicht sein, dass ein Medienunternehmen KI einsetzt und keine internen Regelungen haben, wie sie damit umgehen. Und andere haben Regelungen, die schon sehr spezifiziert sind. Das heißt, da haben wir sicherlich eine Option, einen gemeinsamen Prozess zu steuern oder anzugehen, dass wir einen gemeinsamen Standard schaffen, was wir im Bereich der Medien wollen und was nicht. Noch unterhalb der Gesetzgebung natürlich gibt es absolute Verbote, die man sicherlich auch auf europäischer Ebene regeln wird, was sicherlich richtig ist. Aber wir brauchen innerhalb der Unternehmen auch ganz klare Leitlinien, wie setze ich im Alltagsbetrieb bis zur Nachricht, bis zur Information dann auch KI ein. Und das muss für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin klar sein. Und ich sehe da die Medienanstalten durchaus auch in einer unterstützenden Funktion, derzeit diese Dinge mit zu begleiten, gemeinsame Standards zu schaffen, aber auch insbesondere Aus- und Fortbildung anzustoßen. Denn ich bin überzeugt, ich habe sehr viel gelernt in den letzten Wochen über das, was KI kann und was sie nicht kann, insbesondere was sie nicht kann. Denn wenn wir uns auf die KI verlassen und eigentlich eine völlig falsche Vorstellung von dem haben, was sie eigentlich kann und auf was sie aufbaut, mein Eindruck, das ist nach wie vor gerade im Bereich Information, gerade im Bereich Nachrichten, immer noch derjenige, der drauf schaut, das Know-how haben muss, das beurteilen zu können, was die KI ausspuckt oder jetzt zumindest den Input geliefert zu haben und das beurteilt haben zu können, was da reinkommt. Also da haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Rolle des Menschen selbst. Und das muss, glaube ich, jeder Medienschaffende auch wissen. Wenn er glaubt, ich kann mir hier einen schlanken Fuß machen und das ist alles easy und das wird auch alles richtig sein, das ist ja so nicht. Aber trotzdem, glaube ich, brauchen wir dieses Bewusstsein, wir brauchen diese Aus- und Fortbildung, wir müssen verantwortlich damit umgehen. Und da sehe ich uns erstmal. Und daraus entwickeln wir dann, glaube ich, gemeinsam Politik, auch Aufsichtsbehörden, Ansätze für eine maßvolle und richtige Regulierung. Das wäre so mein Weg, den ich mir vorstellen kann. Frau Bali, Sie haben in Ihrem Statement gesagt, das Europäische Parlament ist dabei, KI rechtlich zu fassen, die Risiken und Chancen zu sehen. Wir brauchen sicherlich eine Form von Transparenz. Sie haben aber auch in einem Statement kurz gesagt, im Blick auf das Weltgeschehen, was sich entwickelt, wie labil und fragil doch auch unsere demokratischen Systeme geworden sind. Wir merken alle den starken Rechtsrutsch auch in europäischen Ländern. Das macht uns ja sehr viele Sorgen. Auch was Fake News betrifft, wir können nach Amerika gucken, also hunderte Beispiele hätte ich. Wäre es denn eigentlich klug, und das habe ich, glaube ich, bei Ihnen gelesen, Frau Büchs, so eine Gegenantwort zu Twitter und zu TikTok zu haben, dass wir so etwas wie eine auf europäischer Ebene öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform haben, indem wir wenigstens versuchen, Fake News zu verhindern und den Leuten zu sagen, was Sache ist?
Die Frage kommt dann auch zu Ihnen. Also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, diese Idee, das war noch in meinen Justizministerinnenzeiten, das war für mich persönlich ganz befremdlich, weil ich bin Juristin und eine meiner ersten großen Erweckungserlebnisse war das Volkszählungsurteil. In meiner Generation war immer der Staat kriegt die Daten der Bürgerinnen und Bürger, war das totale No-Go. Ja? Also das, was man wirklich um jeden Preis verhindern wollte, war, dass der Staat deine Daten kriegt. Und jetzt zu sagen, der Staat muss jetzt so eine Plattform aufmachen, die dann all die Daten hat, war für mich wirklich problematisch. Aber inzwischen gehe ich immer weiter in die Richtung. Und ich finde das, was Sie beide gesagt haben, ja sehr richtig. Aber es lässt aus meiner Sicht etwas außer Betracht, nämlich den Faktor Mensch. Also das wissen wir inzwischen ja sehr genau. Die Menschen wollen das lesen, was sie ohnehin schon glauben. Und das ist in unserer Gesellschaft jetzt schon zu einem großen Teil abhanden gekommen, der Wille, die Bereitschaft, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was dem eigenen Empfinden oder gefühlten Wissen erstmal widerstrebt. Und wie wir das hinkriegen, denn wenn wir dann die vielen qualifizierten, wundervollen Journalisten und Journalistinnen, mein Vater war selber einer, haben, die das wissen, die das recherchiert haben, die wissen, was Fake News ist und was nicht, und den Leuten das dann sagen, das setzt voraus, dass die das auch hören wollen. Und das ist ja unser Problem im Moment. Und da sehe ich das Problem. Und das wäre vielleicht etwas, wo man sagen könnte, da hat man zumindest jetzt einen Safe Space. Alle, die bereit sind dazu, sich damit auseinanderzusetzen, die können sich da wiederfinden und müssen dann auch ihre eigene Meinung checken auf den Wahrheitsgehalt, den die qualifizierten Journalistinnen und Journalisten da einspeisen oder wozu sie recherchiert haben und ihre Erkenntnisse da reinbringen. Das kann funktionieren, aber mein Problem in der Politik ist, dass wir einen immer größer werdenden Teil unserer Bevölkerung haben, der das gar nicht mehr will, der eine Meinung hat, sei es Geflüchtete, sei es Klimapolitik, sei es Ukraine, ist völlig egal. Jetzt, ich meine, das beste Beispiel war doch jetzt der Hamas-Überfall auf Israel. Also wir reden über Desinformation und Strategien auch gegen islamistische Desinformation. Und dann sagt die Hamas, die gerade das brutalste Verbrechen gegenüber Juden seit der Shoah verübt hat, sagt, Israel hat ein Krankenhaus beschossen und es gibt 500 Tote. Und in der ersten Meldung lesen Sie noch Hamas-Doppelpunkt, Israel hat ein Krankenhaus beschossen, es gibt 500 Tote. Das Hamas-Doppelpunkt ist schon bei der nächsten Meldung nicht mehr dabei. Und wir behandeln diese Information, als wäre sie eine Meldung einer Nachrichtenagentur. Also da muss man ja gar nicht jetzt anfangen, irgendwie große Strategien, sondern das ist einfach, denk nach. Und wenn du das dann jemandem sagst, Mensch, hinterfrag es zumindest. Es kann ja sein, dass es wahr ist, aber es ist auf jeden Fall auch eine Waffe im Informationskrieg. Hinterfrag das doch mal. Da kriegen wir die Leute. Also ich merke es jetzt gerade in meiner ganz aktuellen Diskussion im Europäischen Parlament zum Teil wirklich integre, kluge Abgeordnete, die sich an das Pult stellen und sagen, und wir müssen aber auch verurteilen, dass Israel ein Krankenhaus angegriffen hat und es 500 Tote gibt, wo wir mittlerweile wissen, so ist es jedenfalls nicht gewesen. Also diesen, wie wir damit klarkommen, darüber haben wir bisher noch nicht genug gesagt. Ich hatte damals als Justizministerin mal so eine Idee, Pluralismusgebot reinzubringen. Also warum schreiben wir nicht vor den großen Plattformen, dass sie, ich weiß nicht wie viel, 10% immer auch mal gegen den eigenen Strich bürsten. Ja? Dass jeder, das würde natürlich heißen auch wir, immer auch mal eine Meldung zumindest gezeigt bekommt mit einer anderen Meinung. Wenn man am Kiosk vorbeigeht, dann sieht man ja nun auch sehr unterschiedliche Schlagzeilen. Dann kann man sich, das heißt ja nicht, dass sie es lesen müssen, aber zumindest, dass die mal hören, es gibt auch noch eine andere Meinung, es gibt auch noch eine andere Sichtweise, weil diese Leute, die in diesen Bubbles sind, die glauben ja wirklich felsenfest, die Trump-Bubble glaubt, oder die QAnon-Bubble, die glaubt, dass amerikanische oder weltweit Politikerinnen Kinderblut trinken.
Früher hatte man den einen Spinner im Dorf, jetzt tun die sich alle zusammen und sind aber der festen Überzeugung, dass das eine Mehrheitsmeinung ist. Ja, aber also die Frage, ich kann kaum an mich halten. Sie dürfen ja sofort, aber ich will. Das ist natürlich nur eine Frage Medienkompetenz als Demokratiekompetenz. Absolut. Diese Medienkompetenz scheint wohl noch nicht so akzeptiert zu sein bei vielen oder es überfordert sie. Frau Büchs, jetzt sind Sie dran. Ja, aber doch nochmal mit dem Blick auch, brauchen wir vielleicht nochmal eine andere Plattform? Natürlich. Das ist doch genau das Argument, Sie haben im Prinzip das Argument hingelegt. Also ganz kurz, dass der Staat der Buhmann war, das hat sich einfach verändert. Mhm. Damals war der Staat der Buhmann, heute haben wir haben Monopole in diesem Bereich. Wir haben, was unsere kritische digitale Infrastruktur anbelangt, eine Handvoll Unternehmen. Gucken Sie sich an, was mit Twitter-X passiert ist. Das ist ein crazy Typ, no offense, doch offense wahrscheinlich, der irgendwelche Cagefights gerne öffentlich austragen möchte und der sicherlich unternehmerisch viele tolle Sachen gemacht hat, aber der die Plattform genommen hat, auf der die Meinungsführerschaft in Deutschland stattfindet. Ja, politisch, gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich, da sind alle, waren alle. Ja, das hat uns, ich habe das ja selber erlebt, was ausgestrahlt ist aus Twitter. Wie wichtig das für die öffentliche Diskussion ist, das prägt. Und das greift sich einer und fährt es vor die Wand, volles Rohr. Das muss ich jetzt hier nicht ausbreiten, das wissen Sie alle. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Also wir sind in einer völlig anderen Situation als damals beim Volkszählungsurteil, von dem ja die informationelle Selbstbestimmung stammt, die uns ja hier und da ein bisschen auch beim Datenschutz auf die Füße fällt in ihrer übergriffigen Strenge, wenn ich diesen kleinen Seitenhieb noch unterbringen darf. So, das heißt, wir haben eine Situation, in der das gegeben ist, dass in der Hand von einigen wenigen Unternehmen diese wichtige kritische digitale Infrastruktur ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, da möchte ich direkt antworten auf das, was Sie gesagt haben. Sie haben mal völlig recht. Wir haben diese Bereiche der Gesellschaft, wir haben Gruppen und Menschen, die so ein bisschen ausgestiegen sind und die sammeln sich dann in diesen Blasen und glauben das wildeste Zeug oder glauben halt, vielleicht nicht alle das allerwildeste Zeug, aber da ist eine Anfälligkeit da, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, woran das liegt. Aber die Antwort darauf ist in meiner Wahrnehmung nicht zu sagen, okay, ja dann ist das, also ist das halt so, sondern da müssen wir ja ganz dringend ein Gegenmittel bauen. Genau. So. Das, weil, das machen die auch. Sie alle kennen doch den ehemaligen Bild-Chefredakteur. Liebe Grüße. Der findet sich irgendein Milliardär, tut mir leid, dass ich das, wird das eigentlich nach draußen gestreamt hier? Der findet sich irgendein Milliardär und der baut ihm eine totale Krawallbude. Ich weiß nicht, ob Sie da mal reingeguckt haben, also ich meine, da klappen sich einem ja alle Fußnägel. Ich bin da auch ein beliebter Punching Ball, deswegen habe ich da so ein bisschen persönlichen Stake. Aber hallo, das ist ja genau das Phänomen und entsprechend muss, das sage ich selten als Ethikerin, ich sage sonst soll, muss die demokratische Gesellschaft wehrhafter werden und tüchtiger werden, was das anbelangt. Das ist alles richtig. Moment, also, war noch nicht ganz fertig. Okay. Und es gibt viele Wege, das zu tun. Es gibt die Medienkompetenz und bla bla bla, da gibt es viele Leute, die das viel besser können. Aber was wir noch nicht versucht haben, und deswegen müssen wir es versuchen, ist zu sagen, bauen wir halt eine alternative Plattform. Wenn es dann in 5 oder 10 Jahren nicht funktioniert, dann können wir sagen, okay, hat nicht funktioniert, aber es ist doch kein Grund, es nicht zu versuchen. Wir haben uns das alles angeguckt. Ich habe bei mir die Verfassungsrechtler sitzen, die sich alle an den Kopf greifen und Medienstaatsvertrag und bla bla. Kennen Sie sich auch viel besser aus als ich. Wir müssen es ja trotzdem versuchen. Und zwar nicht als eine Erweiterung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja. Sondern unser Vorschlag ist, lass uns doch, damit eine Staatsferne gewährleistet ist, die man ja aus bestimmten Gründen auch braucht, lass uns eine Stiftung, wir nennen das glaube ich Stiftung in öffentlicher Trägerschaft, das haben die Juristen durchgelassen. Also da gibt es ja Mittel und Wege. Es ist keine Möglichkeit, es nicht zu versuchen, weil die Krawallbuden schießen aus dem Boden und machen es schlimmer. Also wir müssen. Und mir ist egal wie, das ist Ihr Job oder Ihr Job. Ja? Also wie wir es machen, wie wir es ganz genau und konkret machen, interessiert die Ethikerin nicht. Nur wir müssen es unbedingt und dringend machen, denn wir brauchen genau diese Plattform. Und letzter Satz. Ja, die Leute sind da vielleicht jetzt noch nicht, das haben Sie ja gesagt. Aber wir können uns nicht treiben lassen davon, wie die Leute sich verhalten. Wir müssen es umgekehrt machen. Wir müssen was anbieten und sagen, da geht bitte hin.
Und dann braucht das vielleicht eine Zeit. Und am Anfang sieht das aus wie ein Misserfolg. Ja? Und natürlich lacht Twitter sich kaputt mit 5 Millionen Usern. Am Anfang hat man dann irgendwie 54.000. Da denken, ja, das war der totale Flop. Aber sowas kann wachsen und sowas muss wachsen. Und wenn wir es nicht versuchen, dann legen wir uns einfach dahin und sagen, okay, macht, was ihr wollt mit unserer öffentlichen Debattenkultur. Wir schauen uns das an und das geht echt nicht. Vielleicht habe ich das nicht laut genug gesagt. Ich habe gesagt, ich bin da inzwischen auch. Super. Aber ich bin Europäerin und ich sehe nicht nur Deutschland. Ja, klar. Können so, wir gerne jetzt haben wir, machen. Wenn wir sagen, der Staat ist in der Verantwortung, dann gucken wir uns mal um in Europa und der Welt. Also wenn ich jetzt Viktor Orban oder dem neuen Herrn Fico in der Slowakei oder selbst Leuten wie der ÖVP in Österreich jetzt sage, super, jetzt macht ihr mal ein staatliches Twitter. Also das ist für Deutschland gut, weil wir hier noch eine gesicherte Demokratie haben. Aber für Länder, wo der Staat schon lange nicht mehr der Hort des Guten ist, da kann das eben auch genau den umgekehrten Effekt haben. Und das muss ich eben als Europäerin auch mit berücksichtigen. Deswegen nicht staatlich, ja, aber der Orban macht alles über Stiftungen. Ja, ja. Der lässt sein ganzes Geld in seine eigenen Taschen nur noch über Stiftungen fließen. Also das ist dann für die Länder auch nicht die Lösung. Aber auch für die müssen wir uns eben auch was überlegen. Ja. Nun gilt es ja nicht, sich nur an Orban zu orientieren, sondern wir haben ja einen riesengroßen gesellschaftsethischen Auftrag hier in dieser Richtung. Haben Sie auch gesagt, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Es ist eine spannende Diskussion, Sie haben es offen gemacht. Nee, es ist ja, Sie haben auch ja einen ganz bewussten Kontrapunkt jetzt auch nochmal gesetzt. Herr Greisig, Medienkompetenz, Weiterentwicklung, wie reagieren Sie auf die relativ klare Äußerung von Frau Büchs, was gefordert ist? Naja, klar, wenn man es in eine Plattform hinkriegt, wo nicht nur der öffentlich-rechtliche, sondern auch private Angebote, auch meinetwegen Zeitungsangebote, das, was wir als Qualitätsmedien bezeichnen, auch die regionale, lokale Information haben, was, wenn man die auf eine Plattform brächte, dann wäre das sicherlich etwas, wo man so einen Anker hat. Ich denke nur, der Weg dahin ist relativ weit. Ich bin auch dabei, man kann das probieren. Meinetwegen, es kostet ja auch, gab ja auch schon Vorschläge im Raum zwischen öffentlich-rechtlich und privaten, dass man eine gemeinsame Plattform. Der Weg ist steinig und weit und ist noch nicht so weit gekommen. Deswegen glaube ich, dass das eine Variante ist. Die andere Variante ist aber, dass wir in unserer Vielfalt bleiben und irgendwie auch erkennbar sind als journalistische Angebote. Und das, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass wir so eine Kennzeichnung haben, eine Art Qualitätssiegel am Ende, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach wissen, wenn der ein Siegel hat, dann arbeitet er auf diese Art und Weise verantwortlich mit dem Journalismus und darauf kann ich mich verlassen. Das heißt, es muss eine Sichtbarkeit geben, ob das nur eine Plattform ist oder ob das Einzelangebote sind, das ist das eine. Das andere ist, wir werden die Menschen ja nicht zwingen können, sozusagen, dass sie sich aus ihren Bubblen wegbewegen oder dass sie jetzt, weil eine Plattform da ist, jetzt sagen, super, jetzt eine Plattform, jetzt gehe ich da mal drauf und schaue mich um, so wird das ja nicht stattfinden. Deswegen, wir haben ja eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Genau die Probleme, die Sie dargestellt haben, so ist es ja tatsächlich. Und die Frage ist, wie kriegen wir denn die Menschen, die in ihren Bubblen bleiben und sich nicht mehr die Mühe machen, andere Meinungen zur Kenntnis zu nehmen oder sich tiefgreifend sozusagen Gedanken zu machen und auseinanderzusetzen mit verschiedenen Argumentationen. Ist es möglich, diese Menschen wieder in einen Diskurs zu bringen? Und das ist ja die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir haben und für die wir jetzt noch keine Antwort haben. Und meines Erachtens, und da kommt tatsächlich das Thema Medienkompetenz ins Spiel, es wird uns nicht gelingen, wenn wir von Anfang an bei den Schulen, bei den Schülerinnen und Schülern, aber sehr früh schon mit dem Thema Medien verorten und einfach dieses Thema aufmachen. Also je später man damit anfängt, desto mehr ist man schon in seinen Bereichen und ist auch nicht mehr bereit, sich von denen zu lösen. Und natürlich ist es schön, wenn ich immer in meiner Meinung bestätigt werde. Ja? Das ist angenehm, ich muss mich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Aber da haben wir eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann, ein Teil muss Medienkompetenz sein und die muss ganz früh in den Schulen anfangen. Anders wird es nicht gehen und nicht nur in Schulen, sondern in der gesamten Gesellschaft. Da sind wir als Medienanstalten und auch die Gremienvorsitzendenkonferenz ja auch schon aktiv dabei, weil sie genau den Bedarf ja aus der Gesellschaft sehen. Und ohne dass wir da investieren, können wir noch so viele Plattformen gründen. Die Bequemlichkeit der Nutzer und Nutzer wird da im Vordergrund stehen. Insofern ist das schon ein Prozess und harte Arbeit, da einen neuen Diskurs zu entwickeln. Demokratie ist eine Herkulesaufgabe, kein Wohlfühlbereich. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, wir haben in der Diskussion zumindest mitbekommen, dass die Kräfte von außerhalb ziemlich stark sind und dass wir, die wir uns den Fragen öffnen und auch im Blick auf die Demokratiesicherheit, glaube ich, das dringende Bedürfnis haben, hier auch stark zu wirken, damit die Demokratie gefestigt werden kann, dass wir hier zusammenarbeiten und zusammen an einem Strang ziehen. Es ist eine Riesenaufgabe,
die Bürgerinnen und den Bürger dazu zu bringen, dass er nicht alles so konsumiert, wie er es hört, sondern dass es eine Eigenverantwortung gibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Präsenz hier auf den Medientagen und bin gespannt, wie sich diese Frage weiterentwickeln wird. Alles Gute, Frau Barley, Frau Büchs und Herr Kreisig. Herzlichen Dank.